Heute sind wir da, wo wir sind. Heute ist der Diamantrapper der erste. Ich bin wieder ein bisschen den alten Buzzer zu spüren bekommen. Bruder, das ist überkrass. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge zu Capo Karaoke. Heute zu Gast mein Bruder Bowie. Alle, geile Sau. Danke, dass du gekommen bist, Bruder. Sehr gerne. Wir sind gerade in Berlin. Der Bruder ist extra angeflogen und macht eine Runde mit uns im Rolls Royce, wie gewohnt. Was geht ab, Bruder? Wie geht's dir erstmal? Alles klar? Oh, sehr gut, Bruder. Wie geht's dir? Gott sei Dank, alles bestens. Am Machen, am Tun, du weißt doch. Ja. Immer fleißig unterwegs. Immer fleißig bleiben. Bruder, du weißt, anders geht's leider nicht. Arbeite gerade noch ein bisschen am Feinschliff. Ja? Aber Album sitzt und das ist bereit, hören, ist bereit rauszukommen. Das freut mich wirklich und zu hören. Explodieren. Also wirklich, freut mich zu hören. Was willst du jetzt mal für ein Album? Es wird sehr gemischt. Es wird ein moderner Sound, aber natürlich auch wieder die typischen Bowie-Themen. Es wird sehr melancholisch. Geil, Alter. Sehr gefühlvoll. Sehr ehrlich. Und ich glaube, am Ende des Tages ist für jeden was dabei. Ich war vor ein paar Tagen mit Iyad Aslan, kennst du? Ja. Den Produzenten? Ja. Geiler Typ. Schöne Grüße an Iyad, du geile Sau. Schöne Grüße. Wir haben über dich geredet, der feiert schon auch übertrieben. Und er hat auch gesagt, so, wir haben auch gerade über das Thema so geredet. Er hat auch gesagt, so, ey Bruder, ich glaube, seine größte Stärke ist halt Text. Deine Texte. Und vor allem, das ist halt so 75% der Miete bei Rap. Also bei einem Sänger, Rapper oder Musiker. Ja. Und das hast du einfach, Bruder. Du kannst schreiben. Und vor allem, du hast halt auch viel erlebt, Bruder. Du hast viel gesehen. Und ich glaube, auch so Leute wie wir, die viel Scheiße gefressen haben, können auch nur viel erzählen, weißt du, was ich meine? Ja. Weil nur dann versteht man so, okay, dem glaubt man auch gerade, was er erzählt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und es ist auch wichtig, was er zu erzählen hat. Also definitiv. Sowohl bei mir als auch bei dir oder bei Leuten von, sag ich mal, unserem Schlag ist das sehr wichtig auch, dass sie das erzählen, was sie erlebt haben. Auf jeden Fall. Oder? Ich war auch sehr froh, als du dich damals gemeldet hast bei mir und dir die Sachen angehört hast, dass du das verstanden hast, so wie du es verstanden hast. Ja, klar. Weil das ist halt auch immer so das Ding. Das versteht nicht jeder, so, weißt du? Das ist immer. Viele stempeln das einfach ab, die sagen dann, okay, das ist irgendwie schwule Scheiße oder so. Womit ich auch selber gar kein Problem habe, weißt du, was ich meine? Das kann jeder für sich selber rausfinden, was er davon hält. Genau. Aber ich glaube, die es verstehen, die sind sehr dankbar dafür, so, dass ich das mache, wie ich es mache. Weil ich eben viel Spielraum gebe, ja. Um seine eigenen Feelings, seine eigenen Erfahrungen darin wiederzuerkennen und dadurch auch in gewisser Art und Weise zu verarbeiten. Mhm. Ich bin ja auch, wie gesagt, am nächsten Album schon dran. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Singles jetzt von Capimo auf dem Schirm hast, weil wenn man natürlich im Studio eingesperrt ist, Bruder, ist natürlich. Man gerne mal konzentriert auf seinen eigenen Scheiß. Ich habe alles auf dem Schirm. Ja, super, das freut mich. Ich habe ja einige der Singles schon vorher gehört gehabt, wo ich bei euch war. Mhm. Und ja. Klar, ich bin sehr froh, dass das auch genau so stattgefunden hat, ja. Bin ich vor allem anderes Niveau, du weißt, das ist mein Favorite. Geile Sau. Und Roadrunner. Roadrunner. Hat ja, mir alles sehr gut gefallen. Leider ist Deutschland immer noch nicht ganz bereit so für den neuen Scheiß, aber es wird immer besser, habe ich das Gefühl. Ja, man muss den Leuten noch ein bisschen Zeit geben. Man muss den Leuten Zeit geben und vor allem, man muss den Auslauf lassen, so. Ja. Und man darf nicht aufdringlich werden. Ja. Man muss den Leuten. Aber ich find's krass, dass ihr es auf jeden Fall versucht habt, so direkt zu machen. So. So ja, einfach keinen Fick zu geben, weißt du was ich meine? Nicht zu gucken, was wollen die Leute hören, sondern was haben wir Bock für Musik zu machen. Auf jeden Fall. Weil so mache ich es auch und das ist auch das einzige Richtige, so, weißt du? Auf jeden Fall, Bruder. Dass man einfach das macht, was man selber für richtig hält und worauf man selber Bock hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, ich sag mal so, auch während man im Studio ist, und während man im Studio sitzt und Musik macht, sage ich mal jetzt, ja, und auch von vornherein weiß, ey, man macht nicht das, was die Leute wissen oder was die Leute kennen, besser gesagt, sondern man macht das, was die Leute nicht kennen.
wie immer, wie wir es halt schon immer gemacht haben. Ja. Ich meine, wir damals. Ja, natürlich, wir haben die ganze Vorarbeit geleistet für alles, was gerade stattfindet. So, und ich glaube, jetzt muss man einfach mal wieder ein bisschen Vorarbeit leisten, was in 2 Jahren wieder stattfindet. Ja, exakt. Und ein bisschen vorausschauend denkend und nicht nur für den Moment leben, sondern auch ein bisschen an morgen denken. Ja, innovativ sein. Genau. Sich trauen, auch innovativ zu sein. Definitiv. Das ist nämlich in Deutschland immer so ein Ding, man muss sich trauen, innovativ zu sein. Ja, aber das kann auch nicht jeder, Bruder. Wir können das auch nicht von jedem erwarten. Also ich meine, ich feiere diese Leute so, die gerne so musikalisch sind, sage ich mal jetzt. Ja. Aber dieses Innovative kann man nicht von jedem erwarten. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben den Dreck schon. Lass es mal unsere Aufgabe sein, Bruder. Wir müssen immer die Wegweiser sein. Ja, ja. Ich schwör's dir, Bruder, du sagst es, Alter. Wollen wir auch mal anderen Künstlern so ein bisschen, oder wollen wir jetzt nur über uns reden? Lass die ganze Zeit nur über uns reden. Ja, wollen wir nur über uns reden. Lass mal nur Eier schaukeln jetzt heute. Wir haben viel über andere schon geredet, sagst du. Wollen die Lester backen. Ja, nee, wir haben ja viele, viele interessante Künstler gerade. Ja, ja. Lass mal über die reden. Ich hab gehört, du hast auch ein paar neue interessante. Ich hab die interessantesten gerade. Ja? Ich hab, so sagst du. So direkt, Bruder. Was soll ich lügen? Du redest gerade mit Didi auf Deutsch, Alter. Du sagst gerade, Didi, du hast den interessantesten. Freunde, ich habe euch 2 Jungs auf dem Silbertablett, die auf jeden Fall die Zukunft von Deutschrap bestimmen werden, mitbestimmen werden. Das ist zum einen Reezy. Reezy kenne ich ja, Bruder. Den viele von euch schon kennen. Und zum anderen, ganz neu, Apache. Apache? Apache. Okay. Aus Mannheim. Geiler Name. Ja, der Indianer. Apache. Das ist ein Junge, der wird auch auf jeden Fall übernehmen in den kommenden Jahren. Ja. Wo hast du ihn entdeckt? Im guten alten Internet. Im guten alten Internet. Klingt gut. Okay. Ja. Was macht der Straße? Er macht. Das kann man so nicht sagen. Er ist, Apache geht jetzt so nach. Er ist genau. Ich kann mir gerade gar nichts darunter vorstellen. Ja, kann man auch nicht. Das muss man gehört haben. Okay. Das kann man auch schwer erklären. Er ist auf jeden Fall von der Straße. Er ist ein sehr großer Junge. Er ist 2 Meter Türke. Türke? Türke, ja. Okay, aber er hat eine sehr, sehr krasse Stimme und kann eben halt auch mehr als nur Straßen. 2 Meter groß? So wie Haft. Genauso wie Haft, könnte euer Cousin sein. Und er hat auf jeden Fall viel mehr zu erzählen, als nur irgendwelche langweiligen Straßenthemen, die jeder schon erzählt hat. Er hat eine sehr krasse Stimme, er kann damit sehr gut umgehen. Er ist noch ganz jung, aber er ist dafür schon sehr weit. Er kann singen, rappen, macht sehr außergewöhnliche Musik. Außergewöhnliche? Außergewöhnlich ist ja immer gut, Bruder. Ja, außergewöhnlich ist immer gut. Ja. Solange es nicht in die falsche Richtung geht, immer. Nein, außergewöhnlich in die absolut richtige Richtung. Ja. Sehr viel Potenzial. Er ist 2 Meter laufendes Potenzial. Aus Mannheim. Aus Mannheim? Ja. Mannheimer. Okay, bevor wir so viel über ihn reden, würde ich sagen, lass mal gleich was von ihm hören. Lass mal was hören. Haben wir was da? Du Bastard, du Schwätzer. Du kannst viel, aber Mann sein, nicht Apache. Gangster, der ab und an sein Tanzbein schlägt. Ihr Schlampen, ihr Huren. Ihr wollt Stress, doch kennt Mannheim nicht. S-Klassen am Cruisen. Durch Ludwigshafen, wenn Nacht dann bricht. Lauf mit meiner Brille allein durch die Stadt. Den Status hab ich mir erarbeitet. Mir ist egal, was du gerade machst. Du blendest deine Storyline bei mich. Ich bin auf Halb. 3 Promille und ich hab grad Hit. Du bleibst gerade, was du nicht sagst. Du meinst gegen Nacht, dass du high warst mit. Aber kein Problem. Für mich kann das regeln. Schlecht, Alter. Apache Indianer, Alter. Nice. Ja, Alter. Jungs und Mädels. Selber noch, Baba, ihr seid noch Indianer, nicht bereit, aber der Junge kommt, ob ihr wollt oder nicht. Okay, Apache Indianer, Alter. Indianer, sag ich schon. Apache Indianer ist gut, Alter. Yeah. Apache Indianer hat eine Stimme, die geht auf jeden Fall klar. Yeah. Die geht einem auch nicht auf den Sack.
Nein, überhaupt und, nicht. Und die kann man auf jeden und Fall. Und der kann noch mehr mit seiner auf, Stimme. Auf Albumlänge geben. Darum achte ich doch schon, safe, Bruder. Safe. Ich dachte noch nicht auf den Song. Und der Junge ist 21, Bruder. Er hat noch viel 21 vor, Jahre alt, er hat noch viel vor sich, Bruder. 2 Meter groß, 21 Jahre alt, lange Haare, Indianer-Style, Baba. Sehr fresher Typ, ja. Bald kennen ihn alle. Aber der Song gerade war auch, wie gesagt, sehr eigen, Bruder. Ja. Sehr, sehr eigen. Und die Sachen, die er sagt, muss man, den Song muss man mehrmals hören, um den zu verstehen. Ja. Also was er damit eigentlich vermitteln will. Sehr. Vielleicht will er auch gar nichts damit vermitteln. Vielleicht will er einfach nur Leute beleidigen und vielleicht sagen, will einfach nur auf die Kacke hauen. Auf die Kacke hauen, genau, wie du sagst. Aber schlecht ist es nicht, es ist sogar gut. Und vor allem, hast du ihn entdeckt? Ja. Ist er bei euch? Ja. Two Sides. Two Sides. Reezy Apache Zukunft. Nice, 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 Bruder. Reezy, B. Boah, Reezy ist eine geile Sau, Alter. Ich schwöre, er ist Lust, wenn wir trinken, alle. Ich hatte schon 2-3 Mal beim Trinken erlebt, Alter. Ich trete ja auch immer durch, Alter. Ja, yeah, ja. Yeah. Reezy, Alter, was geht ab, yeah, Cousin, Alter? Schöne Grüße an dich. Gute Zähnebrecher, der Typ. Ja? Ja, ja, das ist richtiger Kneipenschläger, Alter. Reezy, du Kneipenschläger, Alter. Da haben schon viele Leute gelitten, ne? Reezy ist ein originaler Kneipenschläger, Bruder. Wie so ein Texas. Wenn er nach Texas gehen würde, Bruder, diese Kneipen, dann würde ich jeden Tag noch klatschen. Das wäre genau sein Leben, Mann. Geile Sau. Lass mal hören. Hat er was Neues da? Reezy macht auch geilen Sound, Bowie, Bruder. Ey, das Ding bei ihm ist, er ist halt nicht nur Rapper, er ist auch ja, Produzent einer und, der krassesten, freshesten Produzenten, die es gerade in Deutschland gibt. Produziert er für dein Album mit? Hat bei mir auch mitproduziert, ja. Klar. Das, was alle gerade versuchen zu machen, was so von USA rüberkommt, macht er in 10 Minuten. So, weißt du? In 10 Minuten? Das ist verrückt. Du musst ihm mal beim Arbeiten zuschauen. Das ist. Das Alter, Reezy hat noch nie was für mich produziert. Korrekt, Bruder? Korrekt, da kommst du mal vorbei. Korrekt, Reezy, Bruder? Okay, pass auf, Leute. Läufst du noch? Es läuft, läuft die ganze Zeit. Ey. Ich habe ein Ding von Reezy. Lass mal Reezy rein. Der, wird, ja, der wird mich hassen, wenn ich das zeige. Aber ich zeige es jetzt trotzdem. Wir spielen es nur an, Brudi. Wir spielen es eh nur okay, an. Okay, komm. Was ist hier los? Wir müssen laut machen. Machen wir lauter. 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 Skizze? Ja, ja. Du zeigst einfach Skizze von dem Asi. Lass doch was Richtiges, Oliver. Ja, warte, ich suche. Der wird hassen dafür. Ja, zeigst einfach seine Skizze. Schließ dein ganz einfach. Was geht denn bei meinem guten Freund Tommy ab? Bruder, Tommy, wir haben ja noch ein paar andere Brüder. Da gibt's auch noch mal ein paar krasse Juwelen, die ich am Start hab. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Entdeckungen gemacht. Ah ja? Warst wieder auf Entdeckungstour? Ich war wieder auf Entdeckungsjagd, Bruder, auf Entdeckungsreise und hab Neuland entdeckt. Das beste Auge Deutschlands. Geile Sau, Alter. Dankeschön, Bruder. Ja, Bruder, natürlich, Alter. Wenn ich dich entdeckt habe, yeah, das heißt, yeah, dann kann ich ja nur das beste Auge Deutschlands sein. Yeah, eben. Ja, Bruder, wir haben auf jeden Fall ein paar geile Künstler wieder am Start. Du wirst sie auch feiern, du wirst auch direkt sagen, ich will mit dem einen ein Lied machen. Also da bin ich mir ganz sicher, mit dem einen safe, weil das, diesen Scheiß feierst du. Ich kenne ja deinen Geschmack. Wie ist der Name? Der eine heißt Zion, der eine heißt Chiro und der andere heißt Tommy, Bruder. Tommy kennst Tommy du. Tommy kenn ich, ja. So, Zion und Chiro kommen aus Wiesbaden, Brudi, aus unserer Gegend, meine Hettener Jungs. Aha. Und machen ganz, ganz, ganz krassen Scheiß. So, kommen wir zu der Hörprobe von Chiro, Bruder. Ja. Yeah. New Stuff. Jetzt ist mein neues Label Money Cartel, Bruder. Yeah. Money Cartel. Keine Bitches lieben die Bello. Doch diese Dinge hier, meine tut die Motherfucker, die ist hier. Crazy, ja, auf Kiss. Ich mach die Scheiße aus Liebe, du bist mein Fame, bitch. I'm a main.
bisschen. Dieser Nigga macht es easy. Wenn man mich glaubt, tut er mir Liebe erschießen. Auf alle meine Enemies. Die Sache bei ihm ist halt, Bruder, muss halt bedenken, er hat auch sein Homestudio sich gebastelt. Ah. Macht alles selber zu Hause. Das hört man, Bruder, dass er sehr tief drin ist in der Sache. Ja. Das ist alles gute Start, was er macht. Ja. Vor allem. Lass mit ihm arbeiten, Bruder, ich hab Bock. Auf jeden Fall, Bruder. Er ist auf jeden Fall so einer meiner Favoriten. Ja. Und da haben wir noch den Tommy natürlich. Welcher war das jetzt von beiden? Das war Chiro. Chiro, okay. Jetzt hörst du Tommy, Bruder. Ja. Und dann hören wir gleich nochmal Ruhe. Dann hören wir auch gleich nochmal Ruhe bei Reezy rein, würde ich auch gerne mal hören. Tommy hat natürlich auch immer seinen Film, du weißt. Schöne Grüße an Chiro, Tommy, Sion, Reezy, Apache. Kein Säue. Alles Newcomer, wird alles zerficken. Mein Wort. Viele hat es schon getroffen, doch bei anderen ist es unklar, wo sie sind und ob sie jemals wiederkehren. Tut zu viel Scheiße schon passiert, und ich glaube nicht an Zufall, diese Stadt hier, sie ist hell, doch oben brennt der Himmel, Blicke von der Panorama, super nach der Barcelona runter. Manche wurden gefangen und andere haben sich gebunkert. Egal wie oft ihr uns verurteilt, ihr müsst euch nicht wundern. Könnt ihr der Schlange an den Kopf abwachsen, wie 500. Die Lichter auf der Laterne werden immer dunkler. In unserer Gegend, alle Wege kennen wir. Sucht auf ruhig, wollt ihr doch nur ein paar leere Gesichter in den Straßen, wenn sie ihnen Fragen stellen. Über uns oder andere Jungs, ihr könnt tun, was ihr wollt, hätten, dass sie den Namen fällt. Er ist so krass, Mann. Tom ist krass, Bruder. Tom ist überkrass, Bruder. Ich weiß. Jeder feiert Tom. Ich feiere ihn so krass, Bruder. Der Junge hat's drauf, Mann. Sie leben, in dieser Welt, wir kennen sind. Weil am Neuen in der Nacht, wir alle sind. Jagen unser Dörren, wir erkennen sie vorbei. Wenn sie uns helfen, wenn sie uns helfen. Sie leben, in dieser Welt, wir kennen sind. Weil am Neuen in der Nacht, wir alle sind. Jagen unser Dörren, wir erkennen sie vorbei. Er ist gut, ja? Mann. Geilster Spruch von Tommy ever. Tommy, du bist die geilste Sau. Geile Sau, Tommy, ich schwör, das ist einfach. Paco Aguilar, er ist ein V-Mann und Dambulle. Geile Sau, Tommy, Alter. Tommy hat geile Bilder, Bruder. So, und jetzt zeige ich noch einmal den Sion, Bruder. Yeah. Den muss ich dir kurz gezeigt haben. Yeah, ich weiß, bitte. Er wird mich auch hassen dafür, dass ich das Lied zeige. Aber ich kann nicht anders. Sorry, Sion, Bruder. Ich muss. Er ist so krass, Bruder. Dings, Bruder Bowie. Er hat auch so eine einzigartige Stimme. Sion, Chiro, Bruder, die Jungs haben alle einzigartig, aber der Sion, Bruder, hat ein Lied gemacht, das hat mich echt so vom Hocker gehauen, ich höre das, also du weißt, ich höre nicht alles, Bruder, aber das höre ich mir wirklich privat an, wo ich sage, heftig. Was ein Zufall, ich bin dabei. Das ist er, Bruder. Lass arbeiten. Ja, Bruder. Wir arbeiten safe, Bruder. Du weißt doch, die Zukunft, mit beiden, mit die Zukunft von unseren Jungs, unseren Neulingen und uns gemeinsam wird auf jeden Fall. Mani Cartel und Two Sides, ihr wisst Bescheid. Wir werden alles übernehmen in der Zukunft. Capo und Bowie für immer, ihr Fotzen. Ihr wisst Bescheid. Wir werden da bleiben und werden nie wieder weggehen. So, wir werden da sein und nie wieder weggehen. So sieht es nämlich aus hier. Alter. Doch, irgendwann werden wir weg sein, Bruder. Aber egal, die Musik wird immer bleiben, Bruder. Genau. Wir werden immer in den Köpfen weiterleben, Bruder. Hoffentlich. Und wir bringen den bei, wie es geht noch. Ja, Bruder, wir bringen den auf jeden Fall noch bei. Alle geil. Er ist verrückt, Bruder. Und wo stehen wir heute, so Bobby, Bruder? Ey, wie hat es angefangen? Wie wir heute? Uns kennengelernt haben, Digi, wir hatten gar nichts. Also vor allem ich hatte gar nichts, Bruder. Ich hab auf mit Löchern ein T-Shirt auf einer Couch gepennt, Bruder. Du hattest Charakter, Bruder. Sag das nicht. Du hattest Charakter, Bruder. Und das ist der mein guter Freund, wichtigste Punkt. Damit ihr das auch mal wisst. Mein guter Freund Jem hat an mich geglaubt. Natürlich haben wir. Und heute sind wir da, wo wir sind, die Arschlöcher. Heute sind wir da, wo wir sind. Heute ist der Diamantrapper, der erste in Deutschland. Er ist gekommen und wird nie wieder gehen. Dass ihr das nur wisst für die Zukunft. Weil Motherfucker kann man nicht brechen, Alter. Dass ihr das nur wisst. So, der Typ hat Charakter. Und er hat sich das alles verdient. Und wer ihm nicht gönnt, dem sei auch nichts gegönnt.
definitiv. Und ich freue mich auf den neuen Scheiß, Bruder. Wann kommt dein Album? Mai. So viel kann ich verraten. Mai 2016. Geile Sau, Alter. Geile Sau, Baujahr. Mai, plus 3 Jahre. Mai 2019. Im Mai willst du kommen? Im Mai. Jawohl, Alter. Das freut ich sag's hier zuerst. Dass ihr Bescheid wisst, Bowsers Album kommt im Mai 2019. Ja, Schlüssel. Scheiß auf alle Interviews, Bruder. Das hier ist das ist Nummer 1, Bruder. Mit deinem, Bruder schnackst, Alter. Ja! Und ihr sollt nur eins wissen, Leute. Wir haben eine Liebe füreinander von Tag 1. Wir haben uns entdeckt gegenseitig. Wir haben gemerkt, okay, es funktioniert alles. Und Gott sei Dank sind wir heute da, wo wir heute stehen. Auch wenn wir die letzte Zeit oder lange keine Musik gebracht haben, es wird auf jeden Fall in der Zukunft was kommen. Das solltet ihr für die Zukunft wissen. Freut euch drauf und ich freue mich auf sein Album, freut euch auf sein Album. Und Bruder, auf jeden Fall viel Erfolg in der Zukunft weiterhin natürlich. Und danke, dass du hier gekommen bist, Bruder. Danke, dass du extra hier angeflogen bist. Ich danke dir für die Einladung. Geile Sau, Alter. Danke für deine Zeit. Danke für den Flug. Danke für die ganze Mühe. Und mach bitte einfach nur geile Musik weiter und bleib mir gesund, Bruder. Du auch, Bruder. Bleib mir erfolgreich und der Rest ist mir scheißegal. Schöne Grüße an euch alle, Schöne Leute. Schöne Grüße, Leute. Und Grüße an alle Newcomer. Apache, Reezy, Sion, Chiro, Tommy. Alle Songs, die ihr jetzt hört oder gehört habt, könnt ihr auf der Alles Gold Playlist hören. Viel Spaß dabei. Abonniert den Alles Gold YouTube Channel und Instagram Channel. Und danke fürs Einschalten an alle. Und wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt mit dem Bruder Bowie. Awe. Danke, dass du gekommen bist nochmal. Und Peace, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch alle. Ah.